Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nun, das ist doch immer wieder das Gleiche. Wenn ich Videos über Wesenheiten machen will, jetzt oder vorher auch Postings in Facebook, dann sitze ich immer da. Was erzählst denn jetzt? Es gibt so viel zu erzählen. Das kann man einfach nicht in einem Beitrag oder in einem Video festhalten. Das geht einfach nicht. Die Wesenheiten sind so extrem groß und so vielseitig, das kann man nicht, ja, in einem Video oder in einem Beitrag festhalten. Ja, das nächste Problem, was ich immer habe, ist, nicht nur das, was ich erzähle, sondern wie formuliere ich das? Und ja, wenn ich mir dann meine Arbeit nochmal angucke, ach, das hättest du ja noch erwähnen können, das vielleicht lieber doch nicht. Und wenn ich dann fertig bin, ach Mensch. Da hast du ja noch was vergessen. Ja, und so kommt es dann, dass ich immer wieder von vorne anfange. Und ja, ich bin letztendlich am Ende nie zufrieden. Und ja, ich denke dann auch immer so lange über die Sachen nach, über das, was ich erzählen möchte. Und logischerweise, binde ich ja Luzifer auch mit ein in meine Gedanken, weil es ja auch um ihn geht. Ja, taucht er dann irgendwann auf. Und ja, sagt mir dann zum Beispiel, das kannst du noch erwähnen. Oder erzähl mal dies und jenes noch. Oder ja, und am Ende. Wenn ich ihn dann frage, ob das denn so in Ordnung ist, kannst du ruhig teilen. Und dann sitze ich da, ja, aber das wirklich, aber das könnte man ja noch anders formulieren und soll ich das wirklich erzählen? Naja. Letztendlich erscheint dann das Posting oder das Video doch. Ja, wo ist eigentlich Luzifer? Wo ist eigentlich mein Luzifer? Diese Frage wurde mir gestern gestellt. Und dazu kann ich sagen, fühlt doch mal in meine Videos rein. Und dann werdet ihr sehen, wo er ist. Oder ja, die Dame, die mich das gestern gefragt hat, das war auch eine Dame, die ich aus Facebook kenne. Man hätte genauso gut auch in meine Facebook-Beiträge reinfühlen können. Man kann meine Verbündeten in meinen Videos wahrnehmen. Und ja, es interessiert mich natürlich auch immer, ob auch ihr sie wahrnehmt. Und ja, das dürft ihr natürlich gerne auch in meine Kommentare schreiben, beziehungsweise in eure Kommentare unter meinen Postings oder Videos, weil mich interessiert das hier auch generell, was ihr wahrnehmt bei mir. Und wenn ihr zum Beispiel Energieräuber wahrnehmt oder gar das Vieh nimmt man ja auch in einem meiner Videos bei mir wahr, dann dürft ihr mir das auch gerne erzählen, Leute. Die Zeit, wo ich sauer reagiere, wenn man mir sagt,
Hey, da ist was. Überprüf doch mal bitte deine Verbindungen. Ist vorbei. Diese Zeit ist wirklich vorbei, weil ich habe in den ganzen, ja, fast 4 Jahren dazugelernt. Und ja, ich nehme das ernst, wenn zu mir sagt, überprüf doch mal bitte deine Verbindungen. Ich reagiere da nicht mehr sauer, sondern ich höre mir das an und dann überprüfe ich das. Ich nehme das wirklich ernst. Ja, kommen wir doch wieder zu Luzifer. Luzifer ist ja ein sehr stolzes Wesen. Sein Auftreten ist sehr stolz und auch sehr selbstbewusst. Er ist auch ein sehr starkes Wesen. Ja, seine Stärke, die er aufweist, das ist wirklich unglaublich. Und ja, da frage ich mich sehr oft, wie macht er das eigentlich? Wie macht er das? Ja, er ist auch ein sehr intelligentes Wesen. Und ja, eines seiner Gebiete, was er gerne macht, das ist Erkenntnis bringen. Und ja, ja, er ist eigentlich quasi wie ein Orakelsystem für mich. Und ja, ich meine das auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass er damals früher von den Menschen auch so gesehen wurde. Ja, was das Menschenangreifen geht, ich weiß, dass Menschen ihn gerne benutzen, um andere Menschen anzugreifen. Von sowas rate ich ab, denn meiner Meinung nach mag Luzifer sowas überhaupt nicht. Er hilft viel lieber mit positiven Dingen. Er ist auch ein Wesen, ja, der gerne glücklich ist, der auch gerne Spaß hat. Er mag zum Beispiel auch Disco-Musik und ja, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Er ist auch ein Wesen, das gerne tanzt und ja, er ist ein sehr lichtvolles Wesen. Ja. Was ist so seine Zeit? Also eigentlich, ja, die Abendstunden, Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge, das ist so seine Zeit. Da ist ja seine Energie auch am stärksten, beziehungsweise da nehme ich ihn auch am stärksten wahr. Luzifer kann natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit auftauchen. Er taucht bei mir immer so auf, wie er es möchte und wann er es möchte. Aber wie gesagt, zu den Abendstunden und ja, zu den Frühmorgenstunden ist seine Energie am stärksten wahrzunehmen. Und wenn man ja für ihn Rituale abhalten möchte, empfehle ich das zu dieser Zeit. Dann muss man halt mal früher aufstehen. Oder ja, während andere Abendbrot essen vielleicht. Oder im Sommer auch etwas später. Im Sommer ist ja der Sonnenuntergang etwas später. Dann muss man halt auch mal etwas später vor die Tür gehen. Wenn man denn draußen Rituale abhalten möchte für ihn.
Ich habe mal gelesen, in einem christlichen Ritual, dass man Rituale immer dienstags machen sollte und ihm eine kleine weiße Maus opfern sollte. Davon rate ich ab. Luzifer ist sehr tierlieb und ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr ihm eine Maus opfert oder auch ein anderes Tier, wenn ihr ihm das tötet, dass er dann sehr, ja, sauer wird und ihr könnt mir glauben, dass ihr das nicht wollt. Also ich rate generell von Tieropfern ab und würde selber sowas auch nie tun. Was sind eigentlich typische Opfergaben? Ja, Luzifer mag gerne selbstgemachte Sachen. Ihr könnt euch zum Beispiel hinsetzen und ihm ein Bild malen. Das muss, ja, man muss kein Picasso sein, um ihm da was zu malen. Selbst ein zweijähriges Kind kann ihm ein Bild malen und dann könnt ihr das auch. Wenn ein zweijähriges Kind malen kann, könnt ihr auch malen. Ganz egal, wie es aussieht, ihr müsst es ja niemandem zeigen. Außer euch selbst und Luzifer wird es niemand sehen. Ja, ihr könnt ihm auch Briefe schreiben, zum Beispiel. Da freut er sich auch immer über positive Briefe. Das können zum Beispiel Dankesbriefe sein, dass ihr euch bei ihm bedankt für alles. Das können auch Liebesbriefe sein oder was weiß ich. Schreibt ihm einfach positive Briefe oder auch Gedichte. Ihr könnt ihm auch liebevolle Gedichte schreiben oder ein Lied. Ihr könnt auch, wenn ihr musikalisch seid oder auch nicht, ja, könnt ihr ihm auch was vorsingen. Wenn ihr ihm was vorsingt, dann rate ich euch dazu nicht, sein N zu nehmen. Da wurde ich auch schon mal nachgefragt. Das würde ich nicht tun, weil die Ents, die Dämonik-Ents, sind uralte, ja, Wörter beziehungsweise Sätze, um die Dämonen zu rufen. Luzifer hat auch ein N. Ich werde es euch nicht vorsingen. Ja, er mag zum Beispiel Disco-Musik. Und ja, da könnt ihr zum Beispiel auch was auswendig lernen und dann könnt ihr euch hinsetzen und ihm das vorsingen. Ja, worüber er sich auch freut, sind zum Beispiel Blumen, rote Rosen. Ich habe ihm auch mal pinke Rosen geschenkt. Die wollte er nicht. Ja, mehr als Nein sagen tut er nicht. Wenn er etwas nicht annehmen möchte, sagt er das. Und da muss man auch keine Angst haben. Er greift einen nicht an. Er sagt einem das einfach ganz normal mit Worten. Ja, auch über ein Glas Rotwein freut er sich. Das kann man ihm auch opfern. Ja, mit Tabak habe ich keine Erfahrungen, weil ich selbst nicht rauche. Und ja, deshalb habe ich auch noch keinen Tabak geopfert. Okay, Alkohol trinke ich auch nicht. Aber ich kaufe es trotzdem für meine Verbündeten, aber nicht jedes Mal, nur ab und zu mal. Und ich kaufe auch nicht das Teuerste, weil,
Ich bin finanziell da nicht ganz so gut aufgestellt wie manch anderer. Und die Wesenheiten geben sich auch, ja, mit kleinen Dingen zufrieden. Das Wichtigste bei allem, was man auch opfert, das Wichtigste ist, dass man es mit dem Herzen macht. Man muss es mit Liebe machen. Ich sag mal, wenn ich jetzt die teuerste Flasche Rotwein kaufe und ich werfe sie Luzifer respektlos vor die Füße, dann wird er das nicht annehmen. Das nimmt er dann nicht an, ganz egal wie teuer das war. Er nimmt alles an, was mit Liebe gemacht wurde. Ja, ich habe zum Beispiel Luzifer auch eine Rose gepflanzt in meinem Garten. Und ja, davor liegt ein Stein, der eine herzähnliche Form hat. Und ja, das Drumherum gestalte ich dieses Jahr neu. Mit Blumen in seinen Farben. Luzifer mag zum Beispiel Rot, Schwarz, auch Gold und Gelb, Orange. Ja, alle Farben eigentlich eines Sonnenuntergangs. Und wie gesagt, er liebt auch Tiere, zum Beispiel Katzen sind auch. Ja, seine Lieblingstiere, aber er mag auch Insekten. Ja, zugeordnet wird Luzifer der Venus. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit den Planetensystemen nicht ganz so viel anfangen kann. Ich denke, es handelt sich dabei ja, um eine Sache in der Energie, dass man da irgendwie ja irgendwas verbindet oder so, dass ich habe von den Planeten Systemen oder beziehungsweise auch allgemein davon keine Ahnung. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch nie mit den Planeten gearbeitet oder mit dem Mond. Ich habe mich noch nie daran gehalten. Ja, ich muss auch, aber auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich selten Zauber mache. Also ich bin eigentlich nicht so der Typ, der den ganzen Tag herumhext. Und wenn ich mal was machen muss, dann mache ich das in der Regel mit Luzifer oder ich spreche mich mit ihm ab. Und ja, an die Planeten, wie gesagt, habe ich mich noch nie gehalten, aber er wird der Venus zugeordnet. Ja, ihm ist auch der Mai zugeordnet, soweit ich weiß. Ich habe ihn tatsächlich auch mal gefragt, welche Tage im Mai. Ja, daraufhin bekam ich aber die Antwort, dass er keinen Tempel hat. Beziehungsweise, dass er nicht verehrt werden möchte. Ja, das sind auch meine Erfahrungen mit ihm, dass er nicht verehrt werden möchte. Ja, und ähnliche Erfahrungen habe ich übrigens auch mit Loki. Und ehrlich gesagt tue ich das auch nicht. Also ich sitze nicht, ja, den ganzen Tag da und ja, verehre ihn. Das mache ich mit keinem meiner Wesenheiten. Ich spreche jeden Tag zu Luzifer. Ich beziehe ihn auch jeden Tag mit ein in meine
Sachen, die ich tagsüber so mache. Und ich spreche jeden Früh und jeden Abend zu ihm. Ja. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, was ich noch sagen könnte. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Ich habe das Video, wie auch ja die meisten meiner anderen, spontan gemacht. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie mir einfach in den Kommentaren stellen oder mich auch anschreiben auf meine E-Mail-Adresse, die in meinem YouTube-Kanal hinterlegt ist, in der Kanalbeschreibung. Und ich möchte in diesem Zuge auch bitten, dass sämtliche Menschen, die mit mir persönliche Probleme haben und die mir persönlich etwas zu sagen haben, das bitte per E-Mail machen und nicht in meinen Kommentaren, also beziehungsweise in den Kommentaren unter meinen Videos. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal sagen, dass mein YouTube-Kanal ein friedlicher Kanal bleiben soll, wo man sich respektvoll begegnet. Und ich werde sämtliche Kommentare, die gespickt sind mit Beleidigungen und ja, Inhalten, die dazu dienen, mich zu provozieren, nicht zulassen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mir persönlich etwas zu sagen habt, dann schaut bitte in meine in meine Kanalbeschreibung und da findet ihr meine E-Mail-Adresse. Ich finde es nicht schön, wenn man ja meine Videos und meine Postings dazu benutzt, um mich anzugreifen. Und Leute, wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ihr mir meine Erfahrungen nicht glaubt und ihr meint, dass ich lüge, dann macht doch bitte Folgendes, und zwar einen großen Bogen um meine Videos. Dann schaut euch andere Videos an und sucht nach Videos, die euren Erfahrungen entsprechen. Das ist auch mein letztes Wort übrigens zu dem, was gestern vorgefallen ist. Und es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt hier nochmal, ja, erwähnen muss. Und damit ist das Thema jetzt für mich auch abgehakt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare damit und alles andere bitte per E-Mail oder schreibt mich persönlich in Facebook an, falls ihr in Facebook unterwegs seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben.